Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mal wieder eine Möglichkeit des Innenraum-Tunings angucken. Und ich habe mir mal was bestellt. Bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich so machen möchte oder nicht. Wir werden uns das heute mal angucken, das mal reinlegen, das mal zeigen. Und dann, ja, let's go. Ich zeige euch mal. Und zwar sind das Performance-Fußmatten. Gibt es aber nur in Schwarz. Und wie ihr wisst, fahre ich natürlich in Auto mit beiger Innenausstattung. Also haben wir einen beigen Innenraum am Start. Und da bin ich mal gespannt, ob das dazu passt. Also ich glaube nicht, dass das passt. Habe es mir trotzdem mal bestellt, will euch das mal zeigen. Ich meine, für einen schwarzen Innenraum, wo das Auto genauso viel runter hat wie meiner. Meiner hatte 200.000 runter. Da ist das schon eine coole Sache. Meine Fußmatte vorne, die ist schon so durchgewetzt. Ist ja klar, 200.000 Kilometer auf der Uhr, sag ich mal. Da ist natürlich einiges los. So eine Fußmatte kann schon viel rausholen. Vor allem so eine Performance-Fußmatte, wie ich finde. Übrigens habe ich dazu eine Umfrage gemacht. Das kann ich euch mal zeigen. Was heißt zeigen? Gucke ich das mal kurz nochmal an hier, was da rauskam. Genau, diese Umfrage habe ich gemacht vor 4 Wochen. Schwarze Fußmatten in beigen Innenraum. Und da haben 51% Ja abgestimmt, 39% haben auf Nein gestimmt und 11% auf Weiß nicht. Und das bei 132 Stimmen. Ist schon eine heftige Anzahl. Allgemein, wenn ihr weiter, also ich mache eigentlich fast jede Woche mindestens eine Umfrage. Wenn ihr solche Umfragen nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, dass ihr auch dort mit abstimmen könnt. Da ist auch schon einiges mehr. Hier geht es auch schon um neue Projekte und abonniert dort gerne mal, um das nicht zu verpassen. Genau, Freunde, ich würde sagen, wir gucken uns das Ergebnis jetzt immer an und tauschen dann mal auf Performance und dann überlege ich mal, ob ich da Bock drauf habe oder halt auch nicht. Freunde, let's go. Also so sieht es aktuell aus und bumm, da ist sie drinnen. Ist jetzt leider ein bisschen dunkel hier. So, bisschen mehr Licht. Die Lampe macht gar keinen Betrieb mehr. Weiß ich nicht jetzt. Ist echt dunkel. Weiß ich nicht. So, Freunde, Ambientebeleuchtung ist an. Alle Teppiche sind drinnen und wir gucken uns das mal an. So, wir fangen mal vorne an. Das Licht ist natürlich wieder überragend. So, dann gehen wir mal one Etage weiter hinter. Hier ist die Ambientebeleuchtung wieder abgefallen, die muss ich nochmal dran machen. So, das ist jetzt hinten. Versuche ich das mal ein bisschen einzufangen. Und das ist jetzt vorne. Ich finde, der Teppich gibt so ein bisschen so. Ich finde, der Teppich gibt so irgendwie ein anderes Feeling so. Dieses Schwarz auf dem Boden, das sieht halt, das passt halt irgendwie. Ich hätte es nie gedacht, aber das passt in diesen beigen Innenraum irgendwie perfekt rein. Also perfekt nie, aber schon top. Schon echt, ist echt top. Scheiße, Mann. Wieder 30 Euro. Oder 30 kostet das? Ich guck mal, was das kostet. 30 Euro. Freunde, 30 Euro. Ich meine, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier hinten fehlt halt noch so ein Performance-Schriftzug. Also hier so ein Performance-Schriftzug würde halt schon kicken. Aber das sieht schon cool aus, ne? Mit dem schwarzen Teppich. Scheiß drauf, Freunde, ich behalte die Fußmatten. Gefällt mir irgendwie wirklich gut. Ich war sehr, sehr kritisch und wollte es nicht loben, dass das gut aussieht. Haben auch viele von euch abgestimmt, dass das gut aussieht. Aber ihr habt mich überzeugt, dass die Fußmatten cool aussehen. Also das gibt irgendwie so ein cooles Feeling. Irgendwie so dieser schwarze Boden, kommt natürlich die Ambientebeleuchtung oder die Fußraumbeleuchtung jetzt natürlich nochmal ganz, ganz anders zur Geltung. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Ringrinne, haut rein und bumm.